Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute in unserem letzten Teil meiner Serie zum Schulanfang zeige ich euch noch, wie ich die kleine Schultüte gebaut habe. Dazu habe ich genommen ein 6x6 Inch Designerpapier, passend zu dem Ranzen in Merlot-Rot. Selbstverständlich dürft ihr auch eine größere Schultüte machen, die ist vom Prinzip her genauso. Was nicht funktioniert bei einer größeren ist, ich arbeite hier gleich mit einem Zirkel, den habe ich mir auch schon eingestellt, aber ich zeige euch das gleich nochmal. Wenn ihr jetzt ein großes Papier nehmt, müsst ihr vielleicht mal in eurem Geschirrschrank wühlen, ob ihr einen Tortenteller habt, der die Kriterien erfüllt, oder ob ihr das Ganze mit einem Pin und einem Band und einem Bleistift macht. Denn ihr müsst einen Kreis ziehen. Wir haben also einen festen Punkt. Das ist in diesem Fall die untere rechte Ecke. Achso, ich drehe es einmal um, weil ich möchte hinterher die Punkte außen haben. Und wenn ich jetzt hier mit dem Bleistift drauf herummale, dann so. Und mein Zirkel ist so ausgerichtet. Seid ihr noch bei mir? Ja, ihr seid noch da. Mein Zirkel ist so ausgerichtet, dass er genau hier die Länge 6 Inch im Arm, zwischen den Schenkeln hat. Und das müsstet ihr realisieren mit einem Hilfsmittel, wenn ihr ein größeres Papier benutzt. Dann könntet ihr zum Beispiel so einen kleinen, wie für so eine Kork-Pinnwand, so einen Pin benutzen mit einem Band dran und dann hier den Stift, und dann könnt ihr mit dem Stift auch im gleichen Radius den Kreis ziehen. Bei diesem 6x6 Inch Papier funktioniert das einfach noch mit einem Zirkel, und ich ziehe mir jetzt hier einfach den Kreis, damit ich was Rundes bekomme. So, den kann ich jetzt auch wieder zumachen. Ich hatte mir den schon vorgeschraubt. So, und jetzt können wir auf dieser Linie einfach das Stück, was über ist, abschneiden. So, von diesem Teil schneide ich mir in der Regel immer diese kleinen Ecken weg. Den Teil behalte ich, und dieses hier ist einfach zu klein, das schmeiße ich dann einfach weg. So, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dadurch, dass es im Moment einfach so auch so super warm ist. Wir haben ja immer ein Problem mit Klebemitteln, wenn es so warm ist. Ich habe die ersten Schultüten alle noch mit doppelseitigem Klebeband geklebt und sitze jetzt regelmäßig auf den Workshops. Ich habe hier auch gerade meine Tüte, das kann man hier auch wieder sehen, die ist mit doppelseitigem Klebeband geklebt, und wir stellen fest, es löst sich. Und jedes Mal muss ich die wieder zudrücken. Und dann hält sie wieder einen Moment und dann löst sie sich wieder. Ich kann euch also nur empfehlen, bei diesem Wetter, wenn es echt so warm ist, arbeitet mit Tombow. Der löst sich auch, aber nicht so sehr wie doppelseitiges Klebeband. Denn diese Tüte steht ja ganz schön unter Spannung, dadurch, dass das so zusammengedreht ist. Und das kann der Tombow einfach besser leisten. Oben am Rand habe ich trotzdem doppelseitiges Klebeband benutzt, denn da hält nichts zusammen. Also wir kleben hier oben gleich das Kreppband dran, und da braucht ja nicht viel Spannung drauf, das muss nicht viel halten, das muss nur aussehen, und von daher. So, es ist auch völlig egal, dass hier zwischendurch kleine Wellen entstehen.
Das ist ja innen, das sieht sowieso kein Mensch. Dann kann man einfach hier Stück für Stück diese Runde kleben. Abreißen Teil 1 hat nicht funktioniert. So, das schmeißen wir schnell weg. So, und bevor ich jetzt das hier abziehe, helfe ich so ein bisschen meiner Tüte in die Runde, indem ich sie einfach schon mal eindrehe. Und ihr zeige, welche Form ich gerne von ihr hätte. Auch ich habe es halt auch ein bisschen zu klein eingedreht, einfach nur damit die Tüte schon mal gucken kann, wie sich das so anfühlt, sich an die Form gewöhnen kann. Wenn ihr natürlich so eine schmale Tüte möchtet, weil ihr zufällig gerade eine Eistüte bauen wollt, dann wäre das jetzt euer Weg. Wir wollen ja eine etwas breitere Tüte, in die wir im Zweifelsfall auch noch etwas hineinfüllen können. So, hier oben können wir sie also jetzt so halten, ungefähr so, wie sie sein soll. Und dann kann man das mit dem Finger oder mit den Händen hier unten noch ein bisschen in Form drücken. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. So, dann nehmen wir uns Tombow und machen hier einen dünnen Strich an die Außenseite. Und dieser Strich geht bei mir hier unten am Ende wirklich auf die Spitze zu. Denn, seht ihr das? Ja, ne? Denn das wird ja hier sehr viel schmaler und ansonsten haben wir diesen Klebestreifen irgendwie irgendwann draußen. So, dann fange ich wieder an hier oben. Zuerst das richtig aufeinander zu legen und dann drücke ich es hier in Form. Wichtig für mich ist, dass hier oben das nicht so auseinandergrätscht, dass das oben schön aufeinander liegt. Und jetzt können wir so hier unten die Form zu Ende machen. Und ein bisschen warten, dass der Herr Tombow arbeitet. Und da ist wirklich wichtig, dass wir jetzt wirklich aufpassen, dass er richtig angezogen ist, dass wir jetzt nicht zu früh weitermachen, weil sonst haben wir das gleich wieder in der Hand. Das wollen wir ja auch nicht. So, völlig habe ich in den Tombow gefasst. Das ist ja auch irgendwie ganz normal bei mir mittlerweile. Egal. So, der nächste Step. Das tun wir schon zur Seite. Vorerst. Das kommt vorerst zur Seite. So, der nächste Step. Ich habe von einer Rolle weißem Krepppapier 15 cm abgeschnitten. Und da, wo ich abgeschnitten habe, das stecke ich jetzt einfach probehalber hier schon mal rein, denn wir müssen noch die Länge abschneiden. Man kann das dann einfach so Pi mal Daumen so ein bisschen, meinetwegen auch außen drumrum, wenn es für euch einfacher ist. So, hier wäre jetzt das Ende. Ich mache es aber dann tatsächlich noch ein bisschen mehr, denn sonst
schließt es oben nicht richtig vernünftig. Also so. Nehm mal die Tröte raus, damit ihr das besser sehen könnt. So, dies ist jetzt der Kreis. Dieser Teil hier wird doppelt sein. Hier könnt ihr das sehen. Hoffentlich. So. Und dann schneide ich hier zack eine Markierung, falte das schön auseinander, lege mir das hier ordentlich hin und kann das jetzt schön auseinanderschneiden. Entschuldigung, ihr seht wieder nichts. Ne? Ich bin kurzsichtig. Ich muss das immer direkt vor den Augen haben. Ich habe übrigens heute Nacht was ganz Tolles gemacht. Ich habe mir heute Nacht eine Ringleuchte bestellt. Jawohl. Die kommt nächste Woche und dann wird es nach meinem Urlaub hoffentlich auch besser mit dem Licht. So, wir können das jetzt auch nochmal messen. Für alle die, die lieber messen, statt zu fummeln. Das hier sind, 32, 31,5 ungefähr Zentimeter, die hier so über sind. Jetzt nehme ich mit einer Pinzette die Trägerschicht von dem doppelseitigen Klebeband runter. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, denn ihr habt einen Teil da eingeklebt. Den reiße ich in der Regel einfach ab, damit ich das jetzt nicht wieder aufmachen muss. Und jetzt schaue ich einfach nochmal, wo ich geschnitten habe. Hier habe ich geschnitten und hier habe ich geschnitten. Das möchte ich natürlich zuletzt benutzen, weil das nach innen soll. Also lege ich jetzt hinten, hier ist die Klebelasche. Und dann fange ich einfach so ein Stückchen daneben an. So. Und lege das. Mal eben kontrollieren, ob ihr sehen könnt, was ich hier tue. Lichtmäßig natürlich gar nicht, ne? So ungefähr. Auch hier ist es nicht schlimm, wenn da so ein paar Falten werfen. Das ist rund. Das ist leider so, weil es auch nicht zylinderförmig ist. Sonst wäre es ja wieder gerade. Klebe ich dann einfach das Krepppapier hier rein. So, jetzt mach ich mal zu, jetzt seht ihr nichts mehr, aber so. Genau, das, was jetzt noch übersteht, das drehen wir hier einfach weiter rein. Ich muss das mal eben einmal zu mir nehmen, Entschuldigung. So, kann ich alles immer mit ausgestreckten Armen. So, ein bisschen fummelig ist es dann, weil jetzt kein Klebeband mehr da ist, den letzten Rest da unterzubringen. Aber das geht mit ein bisschen Gefummel. So, und dann kann man einfach... Ihr seid da, ja? Ne? Ja, ihr seid da, sehr schön. So, kann man einfach hier die schließen. Dabei darauf achten, bitte, dass ihr, wenn ihr die Schleife macht, auf die andere Seite setzt, damit jetzt die Falz hinten ist. Dann nehmen wir ein Stück Band. Und machen die hier zu. So. Liegt aber nur daran, ich habe jetzt Weißes genommen, weil ich kein Mellow-Rotes habe.
Und ich hatte auch kein feigefarbenes, wenn ich euch das nochmal zeigen darf, an der Freispieltüte. Daraufhin habe ich zum Ausprobieren ein altes genommen und habe das eingefärbt mit unseren Write-Markern, mit dem Erfolg, dass leider auch jetzt das Krepppapier eingefärbt ist, obwohl ich das Band über eine halbe Stunde habe trocknen lassen. Ja, finde ich nicht schön, darum nehme ich es dann lieber mit einer weißen Schleife oder vielleicht dann, wenn ich es tatsächlich verschenken möchte, hätte ich vermutlich eine farbliche Schleife bestellt in irgendeiner Form, dass das alles schön zusammenpasst. Ja, so, jetzt kommen wir noch zu dem Spruch. Dafür nehmen wir uns einen Rest. Ich habe hier zufällig gerade einen liegen. Und wir nehmen uns, ich habe liebevolle Worte, das Stempelset genommen. Auf der Beispielkarte ist hier für dich, denn du bist klasse. Und ich habe eine 1 dahinter gestempelt, denn du bist klasse 1. Und auf diesem Blog habe ich jetzt aufgezogen, so stolz auf dich. Denn die Muttis sind ja immer auch super stolz, wenn die Kinder jetzt so groß sind und zur Schule kommen und ein Schuljunge sind oder ein Schulmädchen in unserem Fall. Ich muss mal eben mit euch einen Schritt zur Seite machen. Ja, genau, das Kabel muss auch mit. Sekunde. Ich habe nämlich mein Merlot Rot, ordentlich wie ich bin, schon wieder in den Schrank gestellt. Aber das schaffen wir ja hier alles. So, Kabel wieder weg. Genau. Merlot Rot, das ist echt eine schöne Farbe. Freue mich wirklich schon da auch. Wobei, Weihnachten wird auch wieder schwierig, ne? Also ich persönlich bin Weihnachten, glaube ich, mega in Rosa-Gold. Oder Rosa-Rosé-Gold oder so. Ich bin unendlich gespannt auf den neuen Katalog. Es dauert nicht mehr lange, dann haben wir Demos Zugriff auf den neuen Herbst-Winter-Katalog. Ich darf das eigentlich gar nicht erzählen, aber für mich beginnt Mitte August, wenn ich aus dem Urlaub komme, die Weihnachtsbastelei. Deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen Stress, die letzten Sommerprojekte noch durchzukriegen, damit ich euch dann noch ein bisschen mit füttern kann. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir noch Herbst basteln. Aber ich habe tatsächlich so viele Anfragen für Weihnachten, dass wir echt Stress kriegen mit der Weihnachtsbastelei. So, ja. Stempeln ist ja nun kein Hexenwerk. So stolz auf dich. Ich habe einfach im Moment wirklich zu lange Fingernägel, sodass ich damit überhaupt nicht vernünftig mehr zufassen kann. Aber wenn ihr detektivische Fähigkeiten habt, wisst ihr dann jetzt auch, in welchen Reihenfolgen ich die Videos drehe. Also sie kommen nicht in der richtigen Reihenfolge bei Facebook, wie ich sie gedreht habe. Das seht ihr daran, dass nächste Woche, war das nächste Woche, was ist denn heute? Also für euch ist heute Freitag. Freitag, der 27. Juli vielleicht, glaube ich. Und am 4. August, glaube ich, geht noch eine Produktvorschau online mit einem Designerpapier, was ich also vor 4 Wochen schon gedreht habe, als ich es gekriegt habe. Es aber irgendwie bis dato noch nicht dahin gepasst hat. Und da seht ihr also, vor 4 Wochen waren die Nägel auch noch schön. Also wer so detektivische Fähigkeiten hat, der weiß, wann ich meine Videos drehe und wann ich sie veröffentliche. So, dann haben wir jetzt hier noch die letzte Aufgabe. So langsam finde ich wirklich Gefallen daran. Am Anfang fand ich ja Ausschneiden immer echt doof. Da habe ich also das Projekt nicht gemacht, wenn ich es ausschneiden musste. Mittlerweile, also ich kann nicht sagen, dass es zu meinen Lieblingsaufgaben gehört, aber es ist tatsächlich so, wie ich es im Netz auch schon gehört habe, dass man, also diese, auch diese unliebsamen Aufgaben,
trainieren kann und einfach so ein bisschen die Angst davor verlieren kann. Nein, Angst ist auch falsch. Einfach die Unlust oder wie auch immer. Man hat ja im Endeffekt schon immer ein bisschen Angst, weil man sagt, das sieht nicht gut aus und so. Ja, und wenn man denn mal so anfängt oder mal so ein bisschen den Schweinehund überwindet, dann geht das Ganze doch ganz gut. So stolz auf dich. Auch hier habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. In meiner ersten Box, die gucken wir uns wieder an, habe ich das Ganze mit Glue, mit Dimensionals aufgeklebt. Seht ihr das? Mit dem Erfolg, dass das halt sich auch immer wieder löst, weil das so extrem unter Spannung steht. Obwohl ich den Spruch vorgebogen habe. Ich kann euch also nur den Tipp geben, klebt das nicht mit Dimensionals auf, sondern klebt das direkt auf die Tüte. Dann klebt das besser und hält besser. Ich habe das gerade jetzt nebenbei mit den Fingern so ein bisschen vorgebogen, seht ihr schon, damit sich das einfach ein bisschen besser an die Tüte anschmiegen kann. So, und dann kann man einfach hier so, natürlich bitte darauf achten, wo hinten ist. Wir wollen ja vorne dekorieren und nicht hinten. Kann man das hier einfach dann so ein bisschen draufkleben. So, ja. Was man noch machen könnte, wenn man noch Lust hat, ist zum Beispiel diese Kante hier verzieren mit Washi-Tape oder mit irgendwas Ausgestanztem oder mit einem Faden. Spontan darf ich mal eben mich hier durchdrängeln. Ich habe das letzte Rest von dem Band jetzt liegen lassen. So, man könnte also zum Beispiel hier noch so ein Band oben dran kleben, wer das denn leiden mag. Oder Pailletten, oder man könnte eine eigene kleine, irgendwas Kleines aus Stanzen zusammenkleben, wie auch immer. Möglich ist da ganz viel. Ich hatte sie für meine Teilnehmer auf dem Workshop ganz schlicht gelassen, denn es ging ja erstmal darum zu lernen, wie man das zusammenbaut. Und ja, so viel dann erstmal zum Thema Schultüte bauen. Ich hoffe, es war klar verständlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und hoffe, euch hat meine kleine Serie zum Schulanfang gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch mir schenkt, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir ein Abo dalasst, wenn ihr noch mehr vom Stempelpalast wissen wollt. Und wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Und wir haben gerade gelernt, heute ist Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr es auch am Freitag schaut. Also bis dahin erstmal. Tschüss. Thank you.